Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video nochmals unterhalten, wann und wie sollte man denn Events eigentlich einsetzen? Ich fange gleich mal mit etwas Historie an. Events oder dieses Hollywood Principle, dass wir sozusagen unsere Methoden, die wir in einer Applikation bereitstellen, nicht selber aufrufen, sondern dass wir das über eine andere Komponente machen lassen. Das hat eben einen großen Boost bekommen, als 1990 eben der Personal Computer immer weiter verbreitet war, oder so um die 90er rum, 90er, 2000er, in dieser Periode, wo die PCs Einzug gehalten haben und wo grafische Oberflächen eben attraktiv wurden. Warum das Ganze? Wenn wir uns das hier einfach mal verdeutlichen können. Im Prinzip geht es darum, bestimmten Code auszuführen, wenn der Nutzer eine bestimmte Funktionalität ausgelöst hat. Also wenn ich hier jetzt ungefähr mal irgendwie einen Button zeichne, und hier schreibe ich auch mal Button rein, wenn dieser eben geklickt wird, dann ist der Punkt dahinter, dass er eben ein Event auslöst. Ich hoffe mal, dass man dieses Donnersymbol irgendwie als Event kennzeichnen oder lesen kann. Und hinter diesem Event steckt ja letzt anderes nichts als ein Delegate. Oder ein Multicast Delegate, um genau zu sein. Schauen wir es gleich mal so hin. Und wir haben gerade gesehen, man kann sich, sobald der Button instanziert ist, sobald er eben in Memory enthalten ist und er sozusagen sein Leben lebt, das ist ja eine gewisse Zeitspanne, das kann ich jetzt einfach mal hier durch diesen schmalen Strich ausdrücken, so lange lebt jetzt der Button und man kann jetzt eben zu bestimmten Zeitpunkten einfach sagen, okay, hier registriere ich mich eben auf diesen Event und mit eben irgendeiner bestimmten Methode, die nenne ich jetzt einfach mal hier so. Die nennt man im Übrigen Handler häufig. Also das sind eben Methoden, die man auf beispielsweise Buttons registriert. So, und wenn jetzt der User kommt und diesen Button drückt, dann wird dieser Event ausgelöst und unsere Methode letztendlich ausgeführt. Ne? Das Ganze ist eben das Hollywood-Prinzip. Wir rufen unsere Methoden nicht mehr selber auf, sondern wenn der Button wenn ein Nutzer diesen Button klickt, wird dieser Handler vom Button aufgerufen über den Delegate, den wir eben vorher bei ihm registriert haben. So, also wenn hier dann irgendwann immer mal wieder dieser Event kommt, dann sorgt es dafür, dass dieser Handler aufgerufen wird und das kann natürlich mehrmals passieren, je nachdem wie oft der User diesen Button klickt. Und man sieht echt, ich kann mit der Maus nicht zeichnen. Und das schaut schon besser aus. Was wir aber auch machen können, ist, dass wir uns, ich nehme jetzt mal diese Sachen hier wieder weg, dass wir uns wahrscheinlich, weil wir eben bestimmte konditionale Logik haben, auch wieder von diesem Button deregistrieren. Das heißt, ich rufe jetzt hier eben für diesen Buttonhändler deregistrieren, also minus ist gleich auf, so dahinter, und das heißt, dieser wird dann nicht ausgeführt, wenn dieser Button eben geklickt wird. Zusätzlich können wir eben den Button noch grau machen und das heißt dann eben, dieser Button löst nicht aus, weil wir uns eben in einem bestimmten Zustand befinden, wo eben, also beispielsweise sind wir in einem Textprogramm und wir haben gerade keinen Text markiert und deswegen können wir den Cut oder Copy Button in der Menüleiste nicht klicken, weil eben diese Buttons darauf angewiesen sind, dass ein bisschen Text ausgewählt ist. Okay, und wenn wir das sozusagen verstanden haben, dann kommen wir letztendlich zu dem fundamentalen Verständnis, würde ich schon fast sagen, dass eben diese Button-Klasse, schreibe hier nochmal Button rein, dass der Punkt hier eben ist,
dass wir hier ein Event anbieten. Das ist ein, sozusagen ein Service für andere Objekte, für andere Methoden, für eben Nutzer einfach dieses Button-Objekts. Ich nenne jetzt mal diesen Event Click, weil der eben ausgelöst wird. Und aus der Sicht des Buttons ist das eben eine Schnittstelle nach außen, in der hier eben einfach andere Methoden aufgerufen werden. Welche genau das sind, ist uns eigentlich egal. Wir lösen einfach diesen Delegate, der dahinter steht, aus, und jeder, der sich eben an diesen Delegate registriert hat, der wird eben aufgerufen, wenn man eben hier der Button geklickt wird und dadurch dieses Click-Event auslöst. Ja, also dieses Thema objektorientiertes Programmieren und Hollywood-Prinzip ist eben sehr stark gekommen, als GUI-Frameworks sozusagen ins Rollen gekommen sind, weil eben das eine sehr einfache Möglichkeit ist, um eine Komponente zu erstellen, die die gleiche Funktionalität hat, immer. Also wir müssen quasi nie einen Button erstellen für jede Funktionalität, die dieser Button eigentlich auslösen soll, sondern wir schreiben einmal die Klasse Button, diese hat ein Click-Event, und je nachdem, was wir eben an diesen Click-Event registrieren, wird unterschiedliche Funktionalität zur Laufzeit ausgeführt. Ja, das heißt, wir haben den Button von der eigentlichen Funktionalität, die ausgeführt werden soll, wenn ein Button geklickt wird, entkoppelt. Und das sorgt eben, das ist Drive, was dahinter steckt. Ne? Wir wollen Code nicht immer wieder schreiben, um bloß kleine Änderungen letztendlich dann dahinter zu haben. Man sieht ja aber auch, okay, irgendwie hat dieses Event wohl mit der Programmgrenze zu tun, weil wenn der User eine Eingabe macht, dann verlassen wir eben die Grenze des Programms und bewegen uns hier jetzt eben auf dem Monitor, und da kann der Nutzer drauf rumklicken beispielsweise oder Text in eine Textbox schreiben. Wir können uns auch andere Sachen vorstellen. Wir könnten uns vorstellen, wir haben hier eine Maschine, und diese Maschine hat irgendwie einen Sensor, der uns ständig Daten liefert. Und wenn wir eben diese Daten in Software eben verarbeiten wollen, auch hier würde es Sinn machen, dass wir eben eine Klasse schreiben. Das ist dann hier eben irgendwie ein Überwacher. Und der könnte eben, wie wir es in den vorherigen Videos gezeigt haben, auf einem Hintergrund-Thread laufen, immer ein bisschen schlafen und dann den Wert überprüfen. Also so kriegt man das beispielsweise hin, dass ein gewisser Wert eben immer wieder überprüft wird, was weiß ich, alle 50 Millisekunden, alle 500 Millisekunden, wie eben das entsprechende Intervall ist. Und das nennt man dann eben im Fachbegriff Polling. Dieses Polling ist letztendlich bloß der Begriff dafür, dass wir eben auf einem Thread ein bisschen schlafen, einen Wert holen, von einem Sensor auslesen, den verarbeiten, eventuell bestimmte Funktionalität auslösen und uns dann wieder schlafen legen, um dann beim nächsten Aufruf wieder den Wert zu holen und zu überwachen. Und auch hier könnten wir uns vorstellen, diese Klasse hat einfach einen Event, der heißt zum Beispiel Wert, in diesem Fall Warnung. Ja, auch das ist ein Event, wie schön ich zeichnen kann. Und wir könnten auch noch irgendwie einen Event machen, der heißt eben Wert kritisch. Und auch das ist ein Event. Und dann müssen wir diesen Überwacher nur einmal schreiben. Und die Funktionalität, die eben ausgeführt wird, wenn wir eben sehen, dass ein Wert irgendwie oder dieses Überwachen eine Warnung ausspucken soll bei einem bestimmten Grenzwert beispielsweise, dann wird eben die Methode, die Funktionalität dazu an diesen Event registriert. Wenn es kritisch wird, das heißt, wir müssten dann beispielsweise diese Maschine hier oben ausschalten, dann können wir uns eben an diesen Event registrieren. Es ist für den Überwacher aber erstmal vollkommen egal,
der löst einfach diese Events aus und Nutzer dieser Klasse, beziehungsweise der Programmierer, der dann die Applikation zusammensteckt, der muss eben dafür sorgen, dass hier was Sinnvolles eben mit eingefügt wurde. Und man kann zum Beispiel dann auch sagen, okay, ich möchte wirklich bloß was machen, wenn der Wert kritisch ist, dann lasse ich hier diesen Event einfach auf Null und er wird nie ausgelöst. Haben wir auch gesehen. Aber wir sehen an all diesen Beispielen eben, dass Events irgendwie hauptsächlich, wenn wir das als unsere Applikation ansehen, dann treten Events häufig irgendwie an der Prozessgrenze an. Also ich habe hier das Beispiel mit der Maschine gehabt. Ich habe hier das Beispiel mit dem User gehabt. Man könnte sich auch vorstellen beispielsweise, dass wir hier das Filesystem haben und wir haben eben hier irgendwie eine Klasse, die einen bestimmten Ordner im Filesystem überwacht und wenn dort eine neue Datei eingefügt wird, dann gibt das dieser Überwacher als ein Event raus und wir können uns da einfach mit dran heften. Wir sehen eben, Events machen an der Prozessgrenze Sinn. Eben hauptsächlich da, wo wir eben die Prozessgrenze überschreiten. Ja, also wo wir uns nicht mehr im Memory, im Arbeitsspeicher aufhalten. Es gibt aber auch immer einen sogenannten Core. Und dieser Core ist eben sozusagen die Klassen, die Funktionalität, die ihre Hauptgeschäftslogik ausmachen. Also hier wären dann quasi beispielsweise auch die Methoden drin, die ich hier eben an einen Button mit dran heften würde. Also quasi, wenn dieser Button geklickt wird, könnte man dann im User Interface noch eine extra Methode haben, die sagt dann eben, dann soll sich ein Dialog öffnen und beispielsweise, dass ein neuer Kontakt hinzugefügt werden soll. Und wenn dann dieser Kontakt erstellt wird, wird eben aus Core aufgerufen, dass dieser neue Kontakt zu der Liste der Kontakte hinzugefügt werden soll. Auf was ich hinaus will, ne? Also diese Core-Logik ist unabhängig vom Filesystem, von bestimmten anderen Anbindungen, von Datenbanken, von Interprozesskommunikation, die wir beispielsweise übers Internet machen, wenn wir bestimmte Daten von einem Server laden, wenn wir Nutzereingaben entgegennehmen oder ausgeben. Diese Core-Logik ist davon unabhängig. Und hier würde ich Ihnen raten, dass Sie da keine Events einsetzen. Der fundamentale Gedanke des Events ist eben, wenn eine bestimmte Außenbedingung eintritt, dann löst der Event aus und dann wird unsere Funktionalität ausgeführt. Und dieses Hollywood-Prinzip hat eben seinen großen Aufschwung gehabt, als GUI-Frameworks attraktiv geworden sind, immer häufiger eingesetzt worden sind. Und man hat dann eben, wenn ein Button geklickt wird, wird diese Funktionalität ausgeführt. Punkt. Wir werden auch noch näher natürlich auf Oberflächenprogrammierung, auf Zugriffs auf Filesystemen und so weiter eingehen in späteren Videos, aber im Prinzip sollen Sie jetzt verstanden haben, Events machen an der Prozessgrenze Sinn, eben um bestimmte Sachen zu überwachen, die nicht innerhalb des Arbeitsspeichers unserer Applikation liegen, also dem bisschen, was uns zugewiesen ist. Ich würde Ihnen aber abraten, dass Sie eben innerhalb Ihrer Core-Logik Events einsetzen. Warum? Events sind eine Indirektion. Wenn Sie eine Klasse wie dieses Metronom anschauen, dann sehen Sie hier, aha, hier ist ein Event-Tick. Aber Sie sehen anhand dieser Klasse noch nicht, was wird denn eigentlich passieren, wenn dieser Tick auslöst, also hier unten. Das heißt, Sie müssen erst wieder anderen Code sich anschauen. Ich meine, unser Beispiel ist jetzt klein und man sieht sofort, dass das wohl hier ausgelöst wird. Aber in einer genügend großen Applikation wird es schwierig, dass man relativ schnell an das Entsprechende kommt. Und deswegen ist eben mein Tipp, tun Sie das nicht in Core-Logik, sondern
setzen Sie wirklich Events, wenn dann an Prozessgrenzen ein, also bei Klassen, die beispielsweise bestimmte Sachen überwachen. Oder man sieht es auch dann in der Oberflächenprogrammierung, dass es eigentlich für jedes mögliche Maus- oder Tasteninteraktion irgendwie ein Event gibt, an das man sich ranheften kann, um dann bestimmte Funktionalität auszuführen. Das wollte ich Ihnen noch mitgeben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video machen wir auch mit Delegates weiter, aber nicht mehr mit dieser Funktionalität des Hollywood-Prinzips, sondern wir schauen uns dann anonyme Methoden an. Vielen Dank und bis bald.